Ja, hörst du das eigentlich, wenn diese Stimme? Ja. Okay. Recording in progress. Genau. Progress. Guten Morgen. Guten Morgen. Genau, das hört sich an wie Steinstaublunge. Ja. Ja. Ja, wir haben heute, das passt ja, ist ein wunderbarer Übergang zum Donbass, ein Teil der Ukraine an der russischen Grenze, in dem zu 70% Russen leben, aber staatlich zur Ukraine gehören, wo es Unruhen gibt seit dem Jahr 2014, was ein Drehpunkt oder ein Wendepunkt war in der Politik zwischen NATO und, nicht kein Wendepunkt, aber ein kritischer Punkt zwischen der Politik der NATO und Russland. Wir haben das Thema Ukraine ausgewählt, weil es momentan sehr hoch gekocht wird auch, weil real wahrscheinlich da auch Waffenarsenale sich mittlerweile gegenüberstehen, die nichts Gutes vermuten lassen und die dazu führen, dass wir hier in der deutschen Presse momentan eine Atmosphäre haben, als hätte Deutschland nicht in zwei Weltkriegen eins auf die Mütze bekommen. Wenn ich an Herrn Blom denke, der im Spiegel schreibt, mehr Kalten Krieg wagen, dann weiß ich nicht, was da los ist. Ja, ja. Und wir hatten das Thema gewählt, weil es, wie gesagt, hochbrisant ist, weil es wichtig ist, weil es ein bisschen unterbewertet wird, obwohl da wieder ab und zu so ihr Feuer kommen durch Corona. Ja, was ja alles überragt und auch niederbügelt. Und insofern wollten wir heute mal drüber sprechen. Der Vorschlag kam ja von dir. Ich habe wegen der Ukraine schon gute Kollegen verloren, mit denen ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und am Thema Ukraine haben sich unsere Geister geschieden. Und das hat dazu geführt, dass wir heute keinen Kontakt mehr haben. Das mal by the way. Ne? Aber es gibt jetzt seit 7 Jahren, war der sogenannte Moskau-hörige Präsident der Ukraine, ist der vertrieben worden. Und wir hatten danach direkt Oligarchen als Präsidenten, jetzt einen Schauspieler, der im Auftrag von Oligarchen unterwegs ist. Und es haben auf der anderen Seite die Ergebnisse des Kurswechsels der Ukraine hin mehr zum Westen hat zur Folge, dass die Immobilienpreise in Kiew dramatisch, im Zentrum von Kiew dramatisch gestiegen sind. Die Lage der Bevölkerung hat sich um kein Deut verbessert. Investiert wurde auch nichts. Dafür gibt es einen schwelenden Krieg im Donbass. Das vielleicht als Einleitung. Ja. Ich habe, ich glaube, vor ein, zwei Wochen haben wir uns über das Thema unterhalten oder gesagt, wir wollten uns darüber unterhalten. Und ich habe dann immer wieder mal ein paar Minuten gesessen und die Augen geschlossen, nachgedacht und Dinge Revue passieren lassen und Dinge, die dann Revue passierten. Also die Frage, ich habe versucht, mich in Putin zu versetzen. Ich habe versucht, mich in Biden zu versetzen, soweit das überhaupt gelingt. Na, bist du Biden-Versteher? Nein, nicht so. Ich habe versucht, beide Seiten zu verstehen. Ich bin ein beide Seiten-Versteher. Aha, okay. Okay, und ja, und einen Artikel gefunden, die Situation Putin schildern oder den Weg der UdSSR hin zu Russland schildern. Und da ist mir ein spannender Begriff begegnet, und zwar der Begriff der strategischen Tiefe. Darüber habe ich vorher noch nie nachgedacht. Wunderschöner Begriff, und der Begriff beschreibt halt, dass nach Fall des Eisernen Vorhangs
der Abstand zwischen historischen feindlichen Mächten, Napoleon, Frankreich, Deutschland, nach Moskau, dass der Weg immer kürzer wurde, dadurch, dass halt osteuropäische Staaten zum NATO-Pakt gehörten. Und die mühsamen Wege, die Napoleon dann halt aus Frankreich im Winter oder die Wehrmacht nach Moskau zurücklegen musste, also diese klimatischen Hindernisse, das steckt dann hinter dem Begriff der strategischen Tiefe. Die strategische Tiefe gibt es aus Sicht Putins, oder ich denke auch real gibt es die nicht mehr. Und stattdessen gibt es so verschiedene Bereiche, die das Regieren in Russland schwierig machen. Das ist die Schnittstelle nach Weißrussland, Polen. Das ist die Schnittstelle im Ostkaukasus, im Nordkaukasus. Das ist die geografische Schnittstelle nach China. Also sagen wir mal, sieht für Putin nicht ganz einfach aus. Und dass er das Gefühl hat, dass die Lage für Russland bedrohlicher wird, kann ich nachvollziehen. Und südlich des Nordkaukasus sind Theokratien, die das Leben auch nicht einfacher machen. Auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite bei Biden. Biden war Vizepräsident unter Obama. Obama hat Russland als Regionalmacht eingestuft. Und ich unterstelle mal, dass Putin darauf nicht emotional reagiert, aber ich denke, so ein Teil eines Herrschenden reagiert natürlich, fühlt sich nicht respektiert. Also eine ehemalige Großmacht und auch jetzige militärische Großmacht klein zu machen, ist nie von Vorteil. Biden war Vizepräsident unter Obama und Biden war damals also das sind so die Dinge, die Revue passiert sind. Und Biden war, glaube ich, 6 Jahre lang zuständig als Vizepräsident für die Ukraine. Das heißt, er sollte die Ukraine sehr gut verstehen und sollte auch die Problematik des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine sehr gut verstehen. Sagen wir, es sind vielleicht nochmal, was auch noch Revue passierte, war, dass Putin eine Rede vor dem Bundestag gehalten hat, auf Deutsch, dass damals auch so die Idee der Eurasischen Union, so eine politisch-wirtschaftlich, auf jeden Fall wirtschaftliche Union, von Portugal bis nach Wladiwostok so ein Spiel war. Also viele, viele Dinge, die, also mal abgesehen von der Einschätzung Obamas, die, so positive Vorzeichen, die danach klungen, dass so ein einvernehmliches und respektvolles Zusammenleben möglich ist. Also das sind jetzt so einfach mal so Dinge, die einfach bei mir Revue passiert sind. Und die Frage ist natürlich, warum hat man damals diese Chancen verpasst? Da habe ich eine Antwort. Okay, dann soll es das mal sein, an Revue passieren. Beim letzten Mal hast du dann, ich habe es nicht Revue passieren genannt, aber da hast du gesagt, okay, irgend so ein Bild vom Steinbruch. Also ich biete da wieder einen Steinbruch an Themen und dann geh mal in den Steinbruch rein und bitte dein Vorschlag. Ja, mein Vorschlag wäre, also das eine ist, was ist tatsächlich in der Ukraine passiert. Ja. Also mit dem Jahr 2014, es gab das Angebot, oder die Ukraine hatte sich überlegt, unter dem damaligen Präsidenten sogar, hatte sich überlegt, gerne ein Anwärterstaat zu werden für die Europäische Union. Ja. Die Europäische Union hatte dies verbunden mit einer zwingenden Option, auch NATO-Mitglied zu werden. Also ein sogenanntes Jungtim nennt man sowas. Ne? Ja. Also wo zwei vertragliche Optionen miteinander verbunden werden, sonst gelten die einzelnen nicht. Das war meines Erachtens ein schwerer Fehler aus Sicht der zentraleuropäischen Interessen, weil eine nähere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Ukraine hätte Russland nicht so oder die russische Position nicht so verhärtet, weil Russland historisch mit der Ukraine verbunden ist. Der Sitz des Russ war in Kiew,
Ja. Ja, also das geht weit zurück in die russische Geschichte. Die Krim war übrigens länger russisch, als die Vereinigten Staaten von Amerika existieren. Das war, glaube ich, aber ein Gänsefüßchen, Geschenk Gorbatschows? Nein, nein, das war ein Geschenk von Khrushchev. Entschuldigung, nicht Khrushchev. Von Khrushchev. Khrushchev hat, Khrushchev war Ukrainer. Ah, okay. In der damaligen Sowjetunion als Staatspräsident, man sagt in einer Wodka-Laune, die Krim der Ukraine geschenkt, wo es allerdings staatlich keine Relevanz hatte. Ne? Also national, sagen wir in Bezug auf die Nation oder SSR, ja, hatte das keine Relevanz. Das wäre, als hätte man, sagen wir mal, Mannheim, ne, als Nordostspitze Baden-Württembergs, hätte man Mannheim an Hessen vermacht, dann hätte das in Bezug aufs Völkerrecht auch keine Konsequenzen gehabt. Ne? War eine innerstaatliche Geschichte. Aber wie gesagt, die Historie geht weit, die Symbolik ist auch nicht zu unterschätzen. Die Krim gab es länger als die Vereinigten Staaten von den USA. Was übrigens unseren heutigen Kanzler Scholz dazu veranlasst hat, zu sagen, was vor 200 Jahren mal war, interessiert niemanden. Das finde ich schon auch beachtlich. Also sowas vom Stapel zu lassen, ist auch egal. Also das war nicht nur symbolisch wichtig für Russland, sondern es gab ja beim Zusammenbruch der Sowjetunion und kurz davor gab es ja diese Vereinbarung, die auch zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt haben, dass Gorbatschow damals gesagt hat, er stimmt dem zu, aber nur unter der Bedingung, dass es keine Osterweiterung der NATO gibt. Und das finde ich interessant. Sich also hat vertraglich ist es nicht abgesichert worden. Viele Stimmen der USA sagen heute, also der damals Beteiligten, es war so gemeint, andere sagen, es war nie so gemeint, also man kann sich drüber streiten. Die Landkarte sagt heute was anderes. Die Landkarte sagt, also vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer ist im Grunde genommen eine Linie gezogen worden, wo die NATO weiter vorgerückt ist zur russischen Grenze. Das ist ein Fakt. Was fehlt, ist eben die Ukraine. Und wenn die Ukraine und die Ukraine und die Krim zur NATO gehören würden, dann wäre es eben ein direkt bis zu einer Art Blockade fürs Schwarze Meer, für Russland, und die Bedrohung wäre größer. Ich habe vor kurzem, Entschuldigung, wenn ich jetzt so weit aushole, aber ich habe vor kurzem gesehen, dass mein Professor, bei dem ich studiert und Examen gemacht habe, in Politologie, der Klaus von Beine, ist gestorben, leider Gottes mit 87 Jahren. Der sprach perfekt Russisch und hatte Lehraufträge abwechselnd in Heidelberg, in Moskau und in Washington. Ja, also der kannte und kennt oder kannte beide Staaten sehr gut, also auch zu Zeiten der Sowjetunion. Und der hatte jetzt nochmal, seinerseits Mitglied der SPD übrigens, und der hatte jetzt im hohen Alter nochmal richtig Ärger mit seiner eigenen Partei oder mit Teilen der Partei, weil er gesagt hat, die größere Gefahr ginge von Trump aus, weil Putin sei ein Rationalist und Trump sei ein Irrationalist. Das fällt mir da gerade nochmal ein zu Putin. Also es geht da jetzt nicht nur um Symbolik und ob man sie jetzt anerkennt als Hegemonialmacht oder Regionalmacht. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht um etwas, was schon sehr gut beschrieben worden ist vor mindestens 15 Jahren von dem lieben Herrn Scholl-Latour, der mittlerweile auch verstorben ist. Das heißt Russland im Zangengriff. Kann ich nur allen empfehlen zu lesen. Die Zange ist da auf der einen Seite der hegemoniale Westen, auf der anderen Seite China. Ja, also das Verhältnis zwischen Russland und China ist sehr ambivalent, hat sich aber dramatisch verbessert, je mehr der Westen in der Ukraine oder mit der Ukraine und allen weiteren Schritten gegen Russland, mit der Verteufelung Russlands, wird das Verhältnis zu China immer besser. Ja, und die beiden überlegen sich jetzt, ob sie aus dem Dollar aussteigen in Bezug auf die, Konversion, Währungskonversion bei Binnenhandel. Ja. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil da normalerweise die USA immer militärisch reagieren. Also wer aus dem Dollar aussteigen will, der stirbt nicht im Bett. Ne?
Also das ist so die Rahmenbedingung oder die sind vielleicht so ein paar Daten, die ich denke, die sollte man sich nochmal vergegenwärtigen. Dass die Amerikaner großes Interesse daran haben, das ist, wie du anfangs gesagt hast, keinen eurasischen Kultur- und Wirtschaftsraum gibt, das ist bekannt. Ja? Das ist seit Brzezinskis Great Chessboard ist bekannt, dass die Amerikaner auf keinen Fall, und da werden wir noch spezifischer, auf keinen Fall möchten, dass Deutschland und Russland zu einem besseren Verhältnis kommen. Ja, weil sie denken, das deutsche Know-how und die deutsche Technologie und die russischen Rohstoffe, das zusammen könnte eine Bedrohung werden. Davor haben sie panische Angst und deshalb tun sie alles, um einen Keil zwischen auch normalen Beziehungen zwischen Deutschland, Russland und Europa und Russland zu treiben. Frankreich hat anscheinend aus den napoleonischen Feldzügen gelernt. Deutschland hat nicht gelernt, beziehungsweise wir haben heute Politiker, die sich ohne Wenn und Aber vor den amerikanischen Karren spannen lassen und meines Erachtens die essentiellen Interessen Deutschlands damit massiv verletzen. So, das musste ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Und mein Nicken ist jetzt nicht altersbedingt, sondern das bedeutet Zustimmung. Ja, die Frage ist, wie kriegt man die Kuh vom Eis? Also die Kuh wäre dann einfach diese konfliktierende Situation. Auch da gibt es verschiedene Vorbilder, die kennst du besser als ich. 1648, 1815, Frieden zu Münster, Wiener Kongress. Und es gibt inzwischen viele, viele andere Verhandlungen, KSZE, OSZE. Also es gibt viele Ansätze, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und die KSZE-Beschlüsse mit 10 Ergebnissen, die habe ich mir heute Morgen nochmal angeschaut, sind halt ein Ansatz. Und es muss der Wille da sein. Es, ne? muss der Wille, genau. Und der Wille ist ja anscheinend nicht da. Ja. Der ist ja auch im Westen nicht da. Ja. Also der, ja, das ist auch, das, die, der Wille muss da sein. Und was im Augenblick aus meiner Sicht läuft, ist, Ich bezeichne das mal als Spiel, jetzt nicht im Sinne von kindlichem Spiel, sondern im Sinne von mathematischen Spielen, spieltheoretischen Ansätzen, dass man, so wie man Schach spielt, halt sagt, da gibt es einen Begriff, der heißt Chicken-Spiel, Chicken-Game. Und Chicken-Game heißt, das kennt man vielleicht auch so aus Filmen, wenn so junge Männer aufeinander mit Autos aufeinander zufahren. Wer bremst zuerst oder wer zuckt zuerst und weicht zuerst aus? Ne? Chicken-Feitling-Spiel heißt das auf Deutsch. Und da gibt es eine extreme Ausprägung, die heißt Mad-Man-Game. Und das ist ein Spiel, das Nixon schon gespielt hat. Das Trump möglicherweise auch gespielt hat, ich weiß es nicht. Also vielleicht spielt das Putin auch in der Außenwirkung. Also eine Situation so eskalieren zu lassen, bis irgendeine Seite zuckt. Und jetzt die Frage, was ist die Konsequenz des Zuckens? Ist das eine größere Kompromissbereitschaft? Oder fahren halt beide aufeinander zu und kollidieren und es kommt zu einem militärischen Konflikt? Das sind allerdings pubertäre Spiele. Sagen wir, oder man nennt das in der Spieltheorie irrationale Spiele. Ja, aber was ist schon rational, also in Bezug auf die Lösungsmöglichkeiten von Konflikten? Ja. Was ist da rational am Krieg? Ja, die rationale Seite an Kriegen oder an Konflikten ist, dass man fragt, welchen Nutzen hat halt ein Konflikt? Welchen volkswirtschaftlichen, welchen wirtschaftlichen Nutzen hat es? Zerstörte Länder bieten natürlich wirtschaftliche Opportunitäten. Ja, ich habe eine ganz mir einleuchtende Einschätzung gelesen, dass es wahrscheinlich, wenn man nicht zu vertraglichen Einigungen kommt, die übrigens, das muss man ja auch mal formulieren, was fordert, das heißt immer, was Putin fordert, sei utopisch. Ne? Putin hat zwei Forderungen.
die sind meines Erachtens völlig legitim, erfordert, dass die Ukraine und Georgien nicht Mitglied der NATO werden. Das ist alles. Ne? Und das wird als unmöglich und dreist und übertrieben dargestellt, von denen, die kein Interesse haben an vernünftigen, rationalen Einigungen. Ich glaube, man spekuliert auf einen längeren Zermürbungskrieg im Schwarzen Meer. Mhm. Ne? Aus deiner Sicht, mit welchem Vorteil, wirtschaftlichen Vorteil zum Beispiel? Ja, Kriegen wird immer sehr gut verdient. Also, ja. Für die USA, Großbritannien wäre dabei, USA wäre dabei, Russland selbstverständlich und auch noch die Türkei. Dann müssen wir mal gucken. Da wird die Türkei auch sehen, dass sie da vielleicht noch ein bisschen was korrigieren kann. Die sind momentan noch unentschieden und wirtschaftlich schwach, aber im Krieg würde auch wieder einiges zukitten, was da jetzt zutage tritt in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Spricht vieles dafür, dass das eher so ein Zermürbungskrieg im Schwarzen Meer wird. Das würde unseren wertegeleiteten Strategen sowohl in der Bundesregierung als auch in Europa auch gut zu Pass kommen. Ja. Auch da kann man dran verdienen. Man könnte Russland erheblich schwächen. Und hier wird es keiner merken und man könnte weiter die vegane Pizza bestellen. Ja? Also das sind so die Optionen. Wenn es zu einem tatsächlichen Krieg käme mit Russland, ja, in den auch Deutschland verwickelt ist, dann denke ich, werden hier keine Bilder vermittelt. Es macht sich niemand Gedanken darüber, wie so ein Krieg dann aussieht. Ja, also wer meint, wie hier ja auch in den Journalen immer mal wieder zu lesen ist, da geht es um Sturmgewehre, ja, der hat den Schuss nicht mehr gehört, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern das wird, also ich war mal abgesehen davon, würde ich die Bundeswehr nicht unterschätzen. Also auch die, das ist meines Erachtens auch ein Kalkül, dass immer gesagt wird, da fliegen ja von drei Hubschraubern, fliegt nur einer, wenn überhaupt. Und so, das kann zwar mal ab und zu passieren, aber zum Teil ist es vielleicht auch lanciert, ja. Aber in Bezug auf eine militärische Auseinandersetzung, einen Krieg mit Russland, ja, da fahren dann hier keine Panzer irgendwie durch die Straßen, da wird wahrscheinlich der Strom ausfallen. Ja, da werden Lieferketten unterbrochen und Kühlketten unterbrochen und was weiß ich nicht alles. Ja. Und dann wird eine bestimmte Klientel auch richtig dumm aus der Wäsche gucken. Also geht es nicht, geh mal in den Luftschutzkeller, sondern der Apple hat keinen Strom mehr. Ja, und vielleicht gibt es nach ein paar Tagen auch nur noch Dinge zu essen, die man normalerweise verschmäht. Ja. Das geht ganz schnell. Ja. Ja, und Extremsituationen, Überlebenssituationen, zu überstehen, darin sind die Russen uns weit überlegen. Ja. Ja. Ja, die kommen auch mal 3 Jahre nur mit Kartoffeln und Äpfeln aus. Ja. Ja. Hier wird das anders aussehen. Also der Krieg wird ein Krieg zwischen hochzivilisierten Nationen wird völlig anders aussehen, als was wir in den letzten 20, 30 Jahren aus dem Fernsehen kennen, wenn es in Syrien zur Sache geht. Also es gibt ja auch Bücher, die solche Szenarien ausführlich beschreiben. So die Auswirkungen solch eines hybriden Krieges oder solch eines IT-Krieges. Ich glaube, ein Buch mit dem Titel Die ersten 7 Tage. Und ich fand das überraschend, was dann passiert. Also wenn es keine Stromversorgung gibt, dann kann man halt an Bankautomaten kein Geld abheben. Man kann an Tankstellen nicht tanken. Nach ein paar Tagen funktioniert eine verdammte Scheiße, funktioniert auch die Toilettenspülung nicht mehr. Ja. Das sind scheinbar trivial klingende Probleme, die sind es aber nicht. Und die, ja. Und wie du sagst, wir sind halt in westlichen Staaten viel weniger resilient gegenüber solchen alltäglichen Widrigkeiten. Ja. Und wie gesagt, militärisch würde ich auch mal davon ausgehen, ne? Also wenn man konventionell militärisch sich das ansieht, würde, also wenn es zu Kämpfen von Truppenverbänden käme, denke ich auch, dass die russischen Kräfte überlegen wären. Auf der anderen Seite muss man den Aspekt wirklich bedenken, wenn es zu einem solchen Konflikt kommt, der nicht atomar ist,
Ja? Aus der Ferne ist das nett zu beobachten. Ja. Und diejenigen, die für Kriege plädieren, machen das ja immer aus einer gesicherten Distanz. Wenn die hier nicht mehr gegeben wäre, sähe das anders aus. Aber im Zeitalter des Internets gibt es keine globale Ferne, sondern wir leben in einem globalen Dorf. Und, ja, aber es ist was anderes, ob du dir ballistische Auseinandersetzungen oder Einschläge aus Washington anguckst oder ob die in Berlin neben deiner Dachrinne einschlagen. Absolut, absolut. Was mir gerade noch einfällt bei der Vorbesprechung, vielleicht zum Schluss, weil die halbe Stunde so ungefähr rum ist, könnten wir auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Also was am Ende vielleicht so nicht dystopisch, sondern utopisch, vielleicht in einigen Jahren, was wir uns wünschen würden oder eine Richtung, die wir uns wünschen würden. Du hast in der Vorbesprechung zitiert die Aussage des berühmtesten Fans von Greuther Fürth, nicht, die jetzt unglücklicherweise auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Und du hattest da einen älteren Herrn erwähnt und Zitat, das ganz interessant klingt, gerade um in so einen befriedenden Ansatz einzusteigen. Ja, Henry Kissinger. Ja. Weißt du, wie alt er ist, du? Das ist in den 90ern. Ja. Also der hatte sich eingewählt bei einer Tagung eines britischen Think Tanks. Name ist mir entfallen, also kürzlich. Ja. Und hatte da ein, also Kissinger, der ja dafür bekannt ist, dass er keine Friedenstaube ist, ne? Sondern alle Methoden befürwortet hat, um die amerikanischen Vormachtsansprüche auch umzusetzen. Der hatte sich dort gemeldet und hat gesagt, sollten die USA nicht realisieren und anerkennen, dass wir heute in einer multipolaren Welt leben, dann würde das in einem Desaster enden. Also das heißt, der Anspruch, der ja von Biden auch formuliert wird, der USA als einziger Hegemonialmacht, führe in die Katastrophe. Also das ist ein Hinweis darauf, dass man sich damit arrangieren sollte, wenn man keinen Krieg will. Ne? Und ein Krieg ist für alle Beteiligten natürlich schwer zu verkraften, für alle Beteiligten. Also auch für Russland, auch für China. Obwohl dort in beiden Ländern, zumindest was militärisch anbetrifft, große Ressourcen vorhanden sind. Wobei das die amerikanischen Rüstungsausgaben beide Länder weit überragen. Ja. Das ist nochmal ein anderes Argument, aber letztendlich muss eine neue Weltordnung gefunden werden. Und es ist davon auszugehen, dass eigentlich die großen Player in diesem Spiel, dass sie vermeiden wollen, in einem Kampf gegeneinander zu landen. Wobei ich mir bei den USA da nicht mehr so ganz sicher bin. Ja? Also ob da nicht so diese, wie es immer so schön heißt, die Falle des Thukydides. Ne? Also diejenigen, die sich als überlegen schätzen, sich auch leichtsinnig in sowas mal begeben können. Und diejenigen, die sich unterlegen fühlen, mal beweisen wollen, dass sie es doch können. Also irgendein Wahnsinn kann überall passieren und deswegen ist das Spiel eben so gefährlich. Ja. Aber wenn Biden von Werten redet, also Entschuldigung, also im Falle der Ukraine, er war dafür verantwortlich, sein Sohn hat sich rumgetrieben, hat sich mit Oligarchen eingelassen, hat viele Millionen dort verdient. Das hat Trump ja auch aufgegriffen und das sind keine Fake News, das ist nachgewiesen. Also es wird Zeit, ja, es wird höchste Zeit, dass die Bundesrepublik Deutschland oder welche Form sie auch noch annehmen wird in Zukunft, sich mal Gedanken macht über die eigenen Interessen. Ja. That's it. Für aus meiner Sicht. Gut. Dann, liebe... Wünschen wir frohe Weihnachten. ja, stimmt, frohe Weihnachten. Keine Ahnung, ob wir nächste Woche noch was machen, aber definitiv Anfang. Das kann sein. Vielleicht nächste Woche. Okay, genau. Liebe Freunde,
Freundin. Macht's gut. Servus. Bis dann. Tschüss.